I am the Jochen, das ist der Frühsport für Freitag, den 16. August 2024 und Samstag, den 17. August 2024 und Sonntag, den 18. August 2024. Schönen guten Morgen. Ein vorab aufgezeichnetes Video, das ist von der Woche früher noch. Ihr wisst, ich habe eine Woche Urlaub jetzt gerade noch im Gang. Und wenn ihr dieses Video seht, ist es mir nicht gelungen oder ich habe auch einfach keine Lust gehabt, vielleicht ein aktuelleres aufzuzeichnen. Aber was ich hier verkünde, wird auf jeden Fall trotzdem so stattfinden. Deswegen fehlen nur die aktuellen Ergebnisse der letzten Tage, aber das macht ja nichts. Kriegen wir hin. Ab Montag dann auf jeden Fall wieder frische Ware hier auf dem Kanal. DFB-Pokal steht an. Die erste Runde startet und zwar am heutigen Abend, Freitag, der 16. geht's los um 18 Uhr. Alle Spiele live zu sehen bei Sky, wie immer einzeln oder in der Konferenz. Und wir gucken mal drüber und wir gönnen uns mal den Blick auf dieses Wochenende. 30 Spiele finden da aber nur statt, denn die beiden Supercup-Teilnehmer, die spielen ja am Samstagabend den Supercup aus, Leverkusen und Stuttgart, die werden also nicht ihre Erstrundenspiele teilnehmen. Die haben ein bisschen Verzögerung, werden erst Ende des Monats dann eingreifen. Aber der Rest ist da und wir starten um 18 Uhr mit einer ersten kleinen Konferenz am Freitag. Da haben wir Halle gegen St. Pauli, Wien Wiesbaden gegen Mainz, lokal koloriert, und Würzburger Kickers gegen Hoffenheim. Das sind noch nicht die ganz großen Namen, die da spielen. Ich finde es aber gar nicht so schlecht. Das hat gleich ein bisschen Fokus drauf, weil es ist DFB-Pokal, deswegen guckt da jeder erstmal drauf. Und auch da könnte es schon Überraschungen geben, wenn der hallische FC zum Beispiel Bundesliga-Aufsteiger St. Pauli rausschmisse. Werden wir gucken. Und dann gibt es noch ein weiteres Spiel um 20.45 Uhr. Das ist so ein bisschen das Topspiel des Abends. SSV Ulm gegen Bayern München. Jo, wie wird es ausgehen? 0-6, 0-8, so irgendwas wahrscheinlich. Vielleicht, man weiß es aber nie. Ne? Wir hatten mal schon die wildesten Sachen gehabt. Das Ganze gibt es zu sehen auch bei Sky, aber auch live im ZDF, im Free-TV. Das ist also das erste Free-TV-Spiel. Es gibt ja inzwischen einige, die da laufen werden. Das ist das erste, was ihr dort gucken könnt zum DFB-Pokal. Der geht dann weiter am Samstag und zwar ab 13 Uhr mit Aue gegen Gladbach und Schott Mainz gegen Greuther Fürth. Und dann gibt es um 15.30 Uhr die große Konferenz mit 6 Partien. Wir hauen die Partien mal schnell hier durch. Wir haben Villingen gegen Heidenheim, Ingolstadt gegen den ersten FC Kaiserslautern. Da könnte auch eine Überraschung passieren. Greifswald trifft auf Union Berlin. Dann haben wir Rot-Weiß Essen gegen RB Leipzig, Osnabrück, Freiburg und Aalen gegen Schalke 04. VfR Aalen mit Doppel-A, muss man ein bisschen aufpassen. Und dann um 18 Uhr gibt es noch eine dritte Konferenz, nämlich Phoenix Lübeck gegen Borussia Dortmund. Dann haben wir Alemannia Aachen gegen Holstein Kiel und Bielefeld gegen Hannover. Das ist auch offen, würde ich sagen. Das also die Partien von heutigen Samstag. Und dann schauen wir noch auf den Sonntag drauf. Da gibt es um 13 Uhr Saarbrücken gegen Nürnberg und Viktoria Berlin gegen Augsburg. Am Nachmittag um 15.30 Uhr wieder eine Sechserkonferenz mit Bremer SV gegen Paderborn. Teutonia Ottensen trifft auf Darmstadt. Hansa Rostock gegen Hertha BSC Berlin. Da Hertha BSC, verzeiht mir, liebe Berliner, das B ist ja schon Berlin, ne? Ja, gerade nochmal von der Schippe gesprungen. Jan Regensburg trifft auf den VfL Bochum. Der VfV Hildesheim empfängt die SV Elversberg. Und dann haben wir noch Sandhausen gegen den ersten FC Köln. Auch da riecht es ja so ein bisschen nach Pokalüberraschung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und am Abend um 18 Uhr dann Dynamo Dresden gegen Düsseldorf, Sportfreunde Lotte gegen den Karlsruher SC und Meppen trifft auf den Hamburger SV. Es gibt am Montag weitere Partien, dann auch wieder im Free-TV. Aber da komme ich dann am Montag drauf zurück, denn da wird es ja auf jeden Fall wieder ein frisches Video geben. Ich hatte es euch schon versprochen. Ansonsten bis dahin erstmal alles bei Sky zu sehen, live, einzeln, Konferenz, wie ihr das gerne möchtet. Tobt euch aus und ganz viel Spaß allen, die gucken beim DFB-Pokal. Auch allen, die durch ins Stadion gehen, ganz viel Spaß. Ich glaube, das lohnt sich dann auf jeden Fall auch. Dann habe ich noch im Angebot für die Fußballfreunde ein bisschen was anderes. Zum Beispiel startet am Freitagabend, es hatte Donnerstag bereits die Primera Division aus Spanien begonnen. Heute Freitagabend startet dann die Premier League um 21 Uhr mit Manchester United gegen Fulham live auf Sky zu sehen. Und eine Viertelstunde früher schon, um 20:45 Uhr, geht es in der Ligue 1 wieder los. Da haben wir Le Havre gegen Paris Saint-Germain. Also die haben sich nicht nehmen lassen, eine Viertelstunde früher loszulegen als die Engländer. Das französische Spiel auf der Zone zu sehen und das englische Spiel natürlich auf Sky, das ändert sich nicht in dieser Saison. Da seid ihr bei den gleichen Übertragungspartnern noch mit dabei. Und wer dann noch fragt, was machen die Italiener? Die starten erst am Samstag, die lassen sich ein bisschen mehr Zeit. Da geht es los um 18.30 Uhr, unter anderem mit CFC Genua gegen Inter Mailand. Das ist eines der Spiele um 18.30 Uhr. Und am Abend dann der AC Milan gegen den FC Turin. Aber es sind noch weitere Partien an diesem Wochenende angesetzt. Das sind nur so ein paar, die ich mal rauspicken möchte. Auch das auf der Zone zu sehen. Dann gibt es am Samstagmittag um 13.30 Uhr aus der Premier League Ipswich Town gegen Liverpool, wenn das jemand sehen möchte. Werdet ihr also auch fündig werden. Wir haben den FC Arsenal um 16 Uhr gegen die Wolverhampton Wanderers. Und am Abend gibt es auch noch aus Spanien was. Valencia gegen den FC Barcelona 21.30 Uhr, The Zone
auch am Abend dann aus Spanien zu sehen. Und dann haben wir noch am Sonntag, was gibt es da aus der Premier League? Ach, guck, 17:30 Uhr, Chelsea gegen Manchester City, das können wir auch mal zur Not gucken, auch das bei Sky zu sehen. Und am Abend ab 21:30 Uhr dann Mallorca gegen Real Madrid aus der spanischen Liga. Also ein nettes Auftaktprogramm, aber ich denke mal, der DFB-Pokal, der steht schon über alledem. Da machen wir uns, glaube ich, nichts vor. So, was haben wir noch? Die Tour de France Femme geht weiter mit den letzten Etappen. Wir haben Freitag ab 13:30 Uhr die Übertragung auf Eurosport. 14:10 Uhr sind sie im ersten drauf, von Remiremont nach Morteau. Weiß nicht, wo das liegt, aber wird gefahren auf jeden Fall. 6. Etappe. Die 7. gibt es am Samstag dann von Champagnole nach Le Grand Bonnant. Das ist, kenne ich doch, das ist so eine Bergankunft, ne? Da haben wir die Männer auch schon mal gehabt. 13 Uhr Eurosport 1 und 13.50 Uhr geht die Sportschau mit drauf. Und dann am Sonntag gibt es das große Finale bei Eurosport schon ab. Bei Eurosport schon gar nicht mehr im Programm. Doch hier, 17:30 Uhr gehen sie drauf. Das hat einen Grund. Und die Etappe von Le Grand Bonnant nach Alpe d'Huez, die gibt es dann auch zu sehen im ersten ab 14.10 Uhr. Und der Grund, warum das Ganze so spät bei Eurosport stattfindet, ist die Vuelta. Denn die startet auch am Wochenende. Also Radsportfreunde, ihr werdet hier gut versorgt. Da geht es los um 17:30 Uhr am Samstag bei Eurosport 1 mit der ersten Etappe. Und die zweite Etappe, die gibt es am Sonntag dann ab 14.30 Uhr, die Vuelta. Da gucken wir dann die nächsten Tage auch nochmal genauer drauf, wieder mit den Profilen und so weiter und so fort. Da möchte ich jetzt noch nicht zu weit nach vorne greifen, zumal die Teams ja auch noch gar nicht endgültig feststehen. Ich nehme mir dieses Video, wie schon erwähnt, ein bisschen früher auf. So, dann haben wir noch mehr im Programm. Wir haben noch Tennis, und zwar die Turniere von Cincinnati. Da gibt es ab 17 Uhr am Freitag die große Konferenz der Damen- und der Herren-Turniere. Wir haben am Samstag ab 17 Uhr Viertelfinals-Sessions, auch bei Sky alles zu sehen. Und am Sonntag, da gibt es dann die Halbfinals, auch ab 17 Uhr, Damen und Herren. Die Finals werden dann am Montag stattfinden. Da sage ich aber dann im Montagsvideo natürlich noch was dazu, ist doch klar. Und dann habe ich für euch noch eine Information zum... Achso, Fußball, ganz vergessen, Supercup. Hatte ich vorhin erwähnt, aber nicht, wo man es sehen kann. 20:30 Uhr geht's los, erste Halbzeit bei Leverkusen gegen Stuttgart. Am Samstagabend live zu sehen bei Sat.1 im Free-TV. Im Rahmen von RAN könnt ihr das Ganze gucken. Ihr könnt es auch anderswo gucken, aber ihr könnt es halt auch da gucken. Und wenn man es im Free-TV gucken kann, dann geht das natürlich immer vorher bei meinen Meldungen, wie ihr wisst, das ist also sichtbar. Ich glaube, wo kann man es noch gucken? Bei der Zone bestimmt, oder? Also ihr könnt es aber auch bei Sat.1 gucken, auf jeden Fall, wenn ihr möchtet. Schaut auf einen, bei einem Anbieter eurer Wahl, den ihr empfangen könnt. Sky, nicht die Zone, Sky überträgt es. Sorry, Sky hat hier die Rechte. Der Zone war es nicht in diesem Fall. Also wer gucken möchte, gucke. Es wird auf jeden Fall dort gezeigt und es wird auf jeden Fall sportlich einen überschaubaren Nutzen haben, das Ganze. Das ist ja nichts Neues beim Supercup. Das sage ich als VfBler. Also da, das Spiel wird stattfinden und dann wird es ausgehen, wie es halt ausgeht. Ist ein gutes Testspiel, würde ich sagen. Aber auch nicht unbedingt mehr. Weiter im Text. Ich hätte noch anzubieten die European League of Football. Da gibt es zwei Spiele, die angesetzt sind bei ProSieben Max am Sonntag. Da haben wir einmal um 13 Uhr die Stuttgart Surge empfangen, die Barcelona Dragons und dann um 16:30 Uhr im Anschluss die Rhein Fire gegen die Berlin Thunder. Wer das gucken möchte, das also auf ProSieben Max als Doubleheader zu sehen. Man kann aber auch Samstag schon Football gucken und zwar bei RTL Nitro. Da gibt es aus der NFL Preseason was zu gucken. Und zwar einmal um 17 Uhr, neben 18 Uhr geht es los, unserer Zeit mit den Atlanta Falcons bei den Baltimore Ravens und dann im Anschluss um 10 Uhr die Detroit Lions bei den Kansas City Chiefs. Wer Bock hat auf Testspiele aus der NFL, der wird da also auch versorgt werden. Was habe ich noch im Angebot für dieses Sportwochenende? Da ist doch einiges los. Tennis hatten wir schon, Tour de France Femme hatten wir auch schon. Fußball haben wir jetzt wirklich, glaube ich, alles durchgenudelt, was es gibt. Aber es ist tatsächlich der DFB-Pokal, das Entscheidende, muss man fairerweise sagen. Es gibt Autofahren, die DTM vom Nürburgring ab 13 Uhr am Samstag live zu sehen bei Run Racing und am Sonntag auch ab 13 Uhr. Also jeweils ein Rennen hier vom Nürburgring. Wer Bock hat, der möge da gerne gucken und sich dabei dann vergnügen. Es werden noch mehr Supercups gespielt am Wochenende, glaube ich. Ich lasse diese Supercups jetzt hier weg. Ich glaube, die wollt ihr eh nicht sehen. Also es laufen auch noch andere Fußball-Supercups. Ich glaube, der französische Supercup läuft auch noch irgendwo. Oder ist der schon jetzt, ist der schon durch inzwischen? Ich weiß es nicht. Da habe ich kein großes Interesse dran. Sag ich, wie es ist, und dann müsst ihr das ausbaden. Da habt ihr nämlich jetzt auch einfach kein Interesse dran zu haben. Punkt. Gibt so viel richtigen Sport. Guckt lieber sowas. Ich sehe aber tatsächlich jetzt erstmal nichts mehr, muss ich sagen. Autofahren hatten wir auch, Radfahren hatten wir auch. Habe ich was übersehen?
Ich glaube, das war's. Da ist auch nichts mehr. Ich gucke hier noch mal kurz drüber, ob ich da noch was anlacht. Nö. Ich würde sagen, das reicht auch. Also da habt ihr genug zu schauen. Falls ich was übersehen habe, wie immer natürlich, gerne in den Kommentaren das ergänzen, wenn ihr möchtet. Und ansonsten seht es mir nach. Ich mache dieses Video jetzt in der Woche vorher, deswegen ist vielleicht noch nicht alles bekannt gegeben, was da so gezeigt wird. Was ich sicher sagen kann, am Montag starten wir wieder durch mit einem frischen Frühsport. Dann schauen wir aufs DFB-Pokal-Wochenende zurück. Wir schauen auch nochmal auf die letzten Olympiatage zurück, denn die fehlen ja auch noch in der Rückbetrachtung hier. Und was sonst noch die Woche los war. Tour de France Femmes gucken wir. Wir gucken auf die Tennisturniere in Cincinnati. Und dann schauen wir langsam nach vorne, denn die Vuelta hat begonnen. Und die US Open sind noch eine Woche entfernt im Tennis. Und dann geht es auch schon im September wieder weiter mit Europapokal, mit der neuen Champions League und, und. Also wir haben einiges noch, was sich lohnt zu gucken. Bleibt dabei, täglich neues Video hier im Frühsport. Ausnahme jetzt eben die letzte Woche, da war es nicht der Fall. Aber ab jetzt dann wieder jeden Tag für euch das Aktuelle vom Tage hier zu sehen. Danke fürs Zugucken, gerne abonnieren, falls noch nicht geschehen. Ihr wisst, wir haben ein Ziel, auf die 500 Abonnenten zu gehen bis Ende des Jahres. 476 sind es jetzt zum Stand der Dinge, wo ich dieses Video aufnehme. Vielleicht hat es sich verändert bis dahin, vielleicht sind es mehr geworden, vielleicht sind es weniger geworden, ich weiß nicht. Aber die 500er-Grenze, die Schallmauer, die werden wir doch irgendwie durchbrechen können, noch bis zum Jahresende, wäre cool. Würde mich freuen, aber schön, dass ihr dabei wart, schön, dass ihr mir wieder zugehört habt und am Montag dann eben frisches Zeug hier von diesem Tisch an dieser Stelle. Macht's gut, Dankeschön fürs Zugucken.